links oder rechts, links, rechts. Irgendwas in der Richtung, sagst du normalerweise. Ja, wir sind schon verkackt, aber dennoch. Irgendwie komisch. Sind wir eh in der Verwaltung oder ist das andere Safe? Bin ich jetzt zufälligerweise im falschen Safe? Okay, Büro des Sekretariats. Das ist dann wieder nicht. Na, das müsste dann der falsche Raum sein. Das müsste theoretisch gesehen der falsche Raum sein. Normalerweise, meiner Meinung nach. Weil ich würde dann eigentlich quasi auch den Raum dann so benennen. Finde ich jetzt auch persönlich. Also es müsste dann... Aber wo sollte dann nochmal ein Safe sein? Weil ich bilde mal ein... Lehrerraum ist hinten. Ich weiß schon. Ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Lehrerraum, das hat er gemeint. Jetzt fällt es mir gerade ein mit Lehrerraum. Das ist sehr... Muss ich jetzt aufgehen? Na, ich muss da eine hintere. Und das wird wahrscheinlich der Schlüssel sein. Ja, genau. Genau, sehr gut. Und, ja, aber das verstehe ich irgendwie nicht. Da benennen sie sogar den Flur nach Treppenhaus, Veranda, Essenszimmer. Aber den Sticker können sie nicht benennen. Interessant. Nein, nein, nein. Oh, oh. Der macht eh nur ein Teiterer. Geh hier, aber... Den nur ein Teiterer. Bleib ruhig, Chef. Bleib ruhig. Er macht nur ein Teiterer. Mach ein bisschen Zapzrap auf richtig und richtig getan. Angelehnt. Oh, naja, du tut schon wieder uns herausfordern, der Boogeyman. Der Boogeyman willst schon wieder wissen, da bist deppert. Uiuiuiuiuiui. Glaube ich, dass dieser Ort dafür sorgt, dass es mir schlechter geht. Dass der Shadow zu meinem Grab werden wird. Ein Sarg gemacht aus angeberischer Architektur. Ein Taj Mahal für die Betrunkenen und Deprimierten. Der Shadow hat etwas an sich. Genau wie Dr. Gray. Als würden wir alle nur vorgeben, hier zu sein, damit es uns besser geht. Aber in Wirklichkeit sind wir hier, um vergessen zu werden. Der Boogeyman, oder? Der will schon wieder wissen. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Aha. Das ganz. Geh bitte, steck die Finger durch und zieh's aus wie Batman, oder? Bist du deppert? Bist du zu schwach, oder was? Ei, 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 ei. Also, das ist zum Aufhängen. Ich denke mir gerade so, oder? Für was brauchst du bitte eine Glocke da drin? Haben wir jetzt echt da kommt so, für was brauchst du eine Glocke? Ich, wie wäre es eigentlich irgendwann einmal mit Anklopfen? Also ich will ja nicht so sein, ich will ja jetzt nicht unfreundlich klingen oder irgendwas, aber was der geht da einfach so beinahe deine. Okay, das ist gescheit, ne? Shisha, das ist gescheit, das gefällt mir, das ist Leimann. Da bist du gleich automatisch sympathisch bei mir. Aber sind wir nicht ab, Alter, der tut einfach aufmachen, der tut nicht klopfen. Vielleicht tut sich da gerade irgendjemand umziehen oder was auch immer, da will ich vielleicht nicht gestört werden, Digga. Dann geht einfach rein, beinhaut. Ohne irgendwas. Ohne Schamgefühl, ohne nix. Keine Ahnung, wird das so. Wem es da so fad ist, aber ja, ein paar Sesseln vor der Tür hier haben. Super, das mache ich auch gerne. Das ist auch ein leibendes Hobby, habe ich gehört gehabt. Das ist ein echt leibendes Hobby. Echt, echt leibend. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich da irgendwie dann flüchten muss oder sonst was. Das ist mein Zimmer. What the fuck? Ich gehöre hierher. Ich erkenne dich. Du bist sehr hell draußen, meiner Meinung nach. What the fuck?
Ich kenne diese Zahl, aber woher? Ich war das. Ich habe das geschrieben. 916. Ich mache jetzt aber trotzdem einmal die 913, meiner Meinung nach. Ich kenne die Kombination. Ich habe sie bei mir. 913. Weiß nicht, ob das jetzt die richtige Richtung ist, aber... Na. Neun. Eins. Drei. Ja, das ist auch immer wieder so eine Frage, links oder rechts. 913, ja. Machen wir nur ganz kurz das. 196. Würde mich jetzt aber auch interessieren. 196. So, dann machen wir mal das so. 196. Okay, ja, was der ist, sicher, sicher. Wie denn sonst dann? Vielleicht ist es nicht die richtige Reihenfolge, aber das waren nicht die richtigen Zahlen. In der Verwaltung. Das ist... leerer Raum, ja. Okay, muss auch wieder nichts heißen. Vielleicht ist das eine wieder mit dem anderen verbunden und... okay. Ja, dass man da vielleicht, okay, probieren wir es einmal so mit 196, vielleicht probieren wir es mal drüben, vielleicht, dass man sich da so ein bisschen spielen muss, aber er hat ja vorher ja gemeint gehabt, er weiß ja den Code. Welches andere Ding meinst du genau? Der Traumfänger? Ich schaue nur ganz kurz. Ich schaue noch ganz kurz, ob das vielleicht irgendwie miteinander was zu tun haben könnte. 196. 196. Mhm. Dann machen wir das umgekehrt. 196. Okay, das ist mal definitiv nicht der Code. Interessant. Sehr, sehr interessant. Also wirklich, du musst. Manchmal, da stehst du wirklich da wie ein Volltrottler, ist also das dezente Gefühl. Spiel lieber gegen irgendeinen Bosskampf wie Nio. Gib mir lieber einen Sekiro-Bossfight, ist mir lieber. Aber dennoch, Alter, da fühlst du wirklich wie ein Volltrottler, Alter. In meinen Augen ab und zu. Wirklich. Ist du da? Na, Talisman ist ja kein Traumfänger. Ich kann nicht glauben, dass ich dich nicht erkannt habe. Du solltest kommen. Dann wird er das 196. Muss aber wieder nichts heißen, weil das ist, glaube ich, das hat auch was mit seiner Nummer zu tun. Ist irgendwas hiervon real? Gleich. Oder vielleicht links, links, rechts, kann vielleicht auch möglich sein. Ah, den kann. Ja, aber den kann ich nicht so benutzen. So geht das nicht. Den Talisman. Das ist dann quasi so eine Scheibe und das gibst du dann drauf und dann sieht er das ein oder andere. Das kannst du wieder hier nicht gescheit nutzen. Damit kannst du leider nichts machen. Nur an bestimmten Stellen. Er hat aber gemeint gehabt, er weiß den Code, komischerweise. Was ich irgendwie relativ sehr interessant finde, ist, Jeremy wusste, dass der Einzige, der ihm jetzt noch helfen konnte, der Gast im Zimmer Nummer 3 war. Der Raum schien ihm so lange leer gestanden zu haben, aber das durfte nicht wahr sein. Die Geschichte musste anders laut. Etwas von der draußen
beinhalten. Er wurde den Gast zurück zur Zimmer 3 bringen und ihm zeigen, was sich im Safe befand. 913, aber das waren nicht die richtigen Zahlen, das war die Kombination für die Safe der Verwaltung. Dass man vielleicht draußen irgendwas hat. Nein. Das ist so ein Sammelgegenstand. Das hat nichts mit den Dingen zu tun, die was ich gerade da gefunden habe. Wenn du das, er weiß jetzt nicht, wo das jetzt nochmal war. Also es sind einfach nur Sammelgegenstände, da kannst du nicht wirklich jetzt irgendwas damit anfangen oder sonst was. Das überhaupt nicht. Jetzt haben wir mehrere Sachen offen. Das mit dem Einbrechen öffnet den Safe in der Verwaltung. Finde Grace fehlende Zeichnung. Das haben wir auch, das müssen wir auch noch machen. Lese die Schrift an der Wand. Finde die vertrauten Zahlen. Untersuche die Gegenstände in deinem Inventar, um die Nummer für den Safe zu finden. Okay. Weil da haben wir 913, aber das wird es nicht sein, aber das ist wieder für die Verwaltung. Das ist auch nicht. Da steht zum Beispiel aber wieder 196 bei ihm, nicht 193. Aber der denkt immer wieder so. Ich schaue nochmal ganz kurz. Die Dinger kannst du überspringen. Das kannst du auch überspringen, das kannst du auch überspringen. Verwaltung. Veranda. Das ist das Einzige, was ihr jetzt lesen könnt. Kann ich auch ranzoomen? Oder ich bin zwar schon Scharsauger da, aber Behandlungszimmer, Empfang oder bist deppert. Gehen wir von oben nach unten. Treppenhaus, Dachboden. Zwischengeschoss. Treppe, Grace Wohnung. Großes Zimmer, Bastias Zimmer, Jeremy, Galerie, Grace Zimmer. Da brauche ich nur den Zettel bei der Grace. Weiter. Empfangsraum, Lotti, kleiner Salon, Bibliothek, Wintergarten. Treppe, Esszimmer, Veranda, großer Salon, Treppenhaus, leerer Raum. Roofs Zimmer, Treppenhaus, Empfang. Dann auch wieder das andere Zimmer. Esszimmer, Weinkeller, Küchengarten, Garage. Kesselraum, Wäscheraum. Zimmer, Küche, Speisekammer. Krankenstation, also Krankenzimmer. Ja, aber dann denke ich mir wieder so, wo ist dieser scheiß Verwaltungsraum? Oder ich schwör's dir, oder? Sein Verwaltungsraum ist die ärgste Frechheit, oder? Aber das finde ich wieder interessant. Nein, da stand eh 19. Nein, eh. Ich glaube, ich habe den Code falsch eingegeben. Habe ich nicht die ganze Zeit 193 eingegeben? Nein, ich glaube eh 196. Ja, 913. Ich bin schon wieder verwirrt. Das ist es. 196. Vielleicht, dass ich ihn so eingeben muss wie beim Code. 916. Okay. Na. No. Was sind diese anderen X-Zahlen? Das würde mich auch interessieren. Das ist 692. Probieren wir mal 692, die ich gesagt habe. Probieren wir mal das. 6. 9, 2. Das würde mich jetzt interessieren. Okay, auch nicht. Dann machen wir so. 6, 9, 2. Boah. Nix. Es hätte sein können, dass man nicht die ersten drei Ziffern nehmen soll, sondern die was halt quasi im X drin sind. Aber wenn ich angeblich ja nachschauen kann, dann ist es ja wieder das, aber das ist ja wieder im Verwaltungsraum.
Das ist ja wieder, wo ist dieser scheiß Verwaltungsraum? Das ist ja wieder das. Also es wird nicht, es wird jedes Dreckszimmer beschrieben, aber nicht der scheiß Verwaltungsraum. Das ist ja Witz. Und ich muss das wahrscheinlich knacken, damit ich alle sechs könnte man auch mal versuchen, aber ich... Normalerweise sind das immer nur meistens nur drei Ziffern. Eins, neun, sechs, sechs, neun, zwei. Nein, weil da bist du dann wieder, wenn du die sechs nochmal machst, machst du einen automatischen Reset. Aber wenn ich... Aber. Warte kurz. 9, 1, 3. 1, 9, 6. 9, 1, 3 machen würde. Hört sich zwar jetzt deppert an, aber... Weißt du was? Machen wir mal ganz kurz den hier. 1... 9, 6. Okay. Ich habe mir vielleicht gedacht gehabt, weil ich immer jedes Mal vielleicht da drüber gefahren bin, dass er dann das resettet hat. Also ich muss sagen, jetzt schon mittlerweile macht es echt keinen Spaß mehr. Also man fühlt sich wirklich noch wie nur noch wie ein Vollidiot, meiner Meinung nach. Weil das Bild habe ich auch nicht, weil dann wäre ich wieder ins andere Zimmer gegangen. Meiner Meinung nach. Und dieser Verwaltungszimmer geht mir so dermaßen auf die Eier. Aber so dermaßen auf die Eier. Habe ich irgendwie sogar noch ein Item oder sonst was, was ich vielleicht nutzen könnte? Ja, außer das jetzt, wo ich jetzt bald irgendjemanden da schlagen werde. Und normalerweise hast du immer nur drei Ziffern. Normalerweise. Ja, renn mit der Axt durch. Wie so ein Serienmörder, Digga. Aber wenn er mich da schon anlockt und wenn er zu mir schon sagt, ich hab diese Nummern. Nein, ich muss sowieso jetzt dann bald aufhören, aber es... Passt, ich mach nochmal 913, weil... das wartet bestimmt. Na, sah meine Tappe, aber ich finde das ehrlich gesagt jetzt wirklich schon ein bisschen frustrierend in meinen Augen, weil das macht echt keinen Spaß mehr. Links, rechts und dann links. Auch nicht. Wenn ich das umgekehrt mache. So. So und so. Nee, ich habe eh schon so einiges gemacht gehabt. Es macht mittlerweile wirklich schon keinen Spaß mehr bald. Weil du immer irgendwie herumscheißt mit den ganzen depperten Zahlen und alles drum. Da fühlst du wirklich schon langsam wie ein Vollidiot. Und das ist der leere Raum und du hast wieder nichts für einen leeren Raum. Na, es ist... Es macht wirklich langsam keinen Spaß mehr. Ich überlege, ob ich auf das Game mittlerweile schon wirklich ein bisschen scheiße. Ich würde es wenigstens gern ein bisschen kurz durchgespielt haben, weißt du, was ich meine? Nur mal wenigstens gesagt haben. Aber ich finde, Gegensatz zu Alan Wake, okay, du kannst jetzt Alan Wake mit der Produktion, was dahinter steckt, jetzt nicht so ganz so vergleichen. Aber von den Rätseln her kann ich es vergleichen. Und ich meine halt ehrlich gemeint, finde ich die Rätsel gerade in Alan Wake, ja, das ein oder andere mit dem Sammeln könnte ein bisschen abfucken, definitiv. Muss ich trotzdem sagen, dass die Rätsel trotzdem fair sind. Ich will jetzt nicht sagen dumm fair, so dass es wirklich der größte Vollidiot checkt, aber ich finde halt ehrlich gesagt persönlich, entweder du fühlst dich wirklich schon langsam wie ein Vollidiot, wo du wirklich so sagst, so, es macht keinen Spaß mehr. Weil allein schon, wenn ich mir das hernehme, wo ist der Verwaltungsraum? Jeder scheiß verfickte Raum wird angezeigt. Nicht einmal dieser Flur,
Der Flur wird anscheinend nicht angeschrieben. Der ist schon mal wieder uninteressant. Das fand ich auch lustig. Da musst du ja auch wieder herausfinden, wo dieser Schlüssel vielleicht sein könnte. Ja, die Markierung war da. Verstehe ich. Fühle ich. Kann man vielleicht so sehen, aber gefühlt man ist einmal in den Raum, einmal in den Raum, einmal in dem Raum, einmal in den Raum. Da war es schon immer so, welcher Raum welcher ist. Wisst ihr, was ich meine? Man fühlt sich einfach nur noch wie ein Trottel, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Also es macht echt keinen Spaß mehr. Also es ist frustrierend. Es ist wirklich frustrierend. Da spiele ich lieber 20 Stunden lang ein Spiel, wo ich die ganze Zeit einen in die Fresse krieg, als wie ich werde irgendwie wie ein Trottel behandelt. Ganz ehrlich, da bin ich lieber im Game ein Trottel und gehe jedes Mal bei einem Boss Meier, ist mir lieber, weil ich dann den Skill nicht habe, als wie kopftechnisch, wo ich einfach nur dastehe und wirklich einfach nicht mehr motiviert einfach dahinter stehe, hinter dem Game. Du kannst mir nicht erzählen, dass keiner da Probleme kriegt in dem Spiel. Allein schon, ich habe nur Safe eingegeben im Internet. Alone in the Dark Safe. Ich habe genau den Code vorher herausgefunden. 1:1. Du musst nur eingeben Safe. Du findest genau den einen Code, wo ich herumgeschissen habe. Ich werde jetzt einmal noch ganz kurz die hinteren Zahlen einmal ausprobieren. 6, 9, 2, weil das hat mich auch interessiert gehabt. Machen wir mal kurz so. 6, 9, 2.